Hallo, mein Name ist Spinning Tires und heute zeige ich euch, wie man dieses Navi hier ausbaut. Und zwar geht es darum, dass ich in meinem Navi hier diesen Defekt habe. Deswegen muss das raus und ausgetauscht werden. Dafür muss ich im ersten Schritt diese Leiste hier abbauen, diese komplette Leiste hier bis hier vorne. Die Leiste, die klipst man von hier unten einfach raus, also unterm Handschuhfach. Hier kann man die einfach abziehen. Siehst du? Sehen Sie? Einfach hier so rausgeklipst. So sieht das Ganze dann aus. Man hat die Leiste einfach so hier so rausgezogen. Und jetzt kann man halt das Navi ausbauen. Hier so ein Hohlraum ist hier drin. So sieht das Ganze dann aus. Einfach so abgezogen sozusagen. Hier unten, hier da vorne, haben wir dann eine Schraube, die wir lösen müssen. Auf der anderen Seite haben wir noch eine Schraube, die wir lösen müssen. Und das machen wir jetzt mal. So, jetzt haben wir beide Schrauben gelöst, einmal auf der Seite und auf der Seite. Und jetzt können wir das Navi einfach so rausklipsen. Dafür ziehen wir das Ganze einfach von hier unten ein bisschen. Siehst du, seht ihr, das ist schon lose. Und dann können wir das einfach so rausheben. Dann haben wir einfach das ganze Navi einmal in der Hand. Hier hinten haben wir Stromkabel, die wir dann einfach nur noch lösen müssen. Um das hier alles zu entfernen, lösen wir erstmal diesen Clip hier. Hier ist ein kleiner Clip. So. Da, der kleine Clip. Und gehen dann hier rüber und müssen hier den Clip auch noch öffnen. So, hier sieht man, dass ich das schon mal ein bisschen nach oben geschoben habe. Und dann muss man halt ein bisschen nach rechts und links wackeln, bis halt die Verbindung sich trennt. So, dieser Kabel wäre dann auch ab. Und dann kann man das Navi einfach entnehmen. Und so sieht das Ganze dann aus. So, das Ganze machen wir jetzt dann nochmal rückgängig. Wir bauen dieses Display wieder ein. Dafür wird erstmal dieses Kabel wieder angesteckt. So, Kabel ist wieder dran, hier auch wieder rangeklipst. Und dann müssen wir das Navi wieder in die Fassung reinhängen. Unten wieder die zwei Schrauben befestigen. Und die Schraube auf der anderen Seite nicht vergessen. So, dann ist jetzt Stunde der Wahrheit. Willkommen zum Funktionstest. Wir starten einfach mal das Navi. Und siehe da, kein Defekt mehr. Im nächsten Schritt bringen wir jetzt diese Leiste wieder an. Dafür wird diese Leiste hier erstmal in die Fassung gesteckt. So, jetzt ist die hier noch lose. Und jetzt drücken wir das nach und nach, am besten von links nach rechts, wieder hier vorsichtig in die Halterung rein. So, hier vorne haben wir schon alles. Hier haben wir noch eine kleine Lücke. Drücken wir auch mal vorsichtig drauf.
Und alles wieder drin, zu 100%. Hier kein Spalt oder so. Vielen Dank fürs Video schauen. Und mein Navi ist gerettet. A28, ne, Richtung Oldenburg. Im Dreieck Oldenburg West ist die Überleitung Richtung Oldenburg-Rheinbrück bis ca. 15 Uhr gesperrt. Bremen, die Martini-Straße Richtung Tiefen.